Deizisau hat 5,5 zu 2,5 gegen Dresden gewonnen, aber das täuscht. Der Wettkampf war viel knapper. Teilweise war sogar eine Niederlage denkbar, aber wir haben natürlich immer an uns geglaubt. Es hat eher mal nach einem 4,5 ausgesehen. Mitentscheidend dafür war, dass Vincent Keimer seine lange Zeit kritische Partie umdrehen und gewinnen konnte. Am Ende konnte auch Zdenko Kožul aus Kroatien seine Partie gewinnen gegen Rofen Vogel, der vor 2 Jahren Jugendweltmeister U16 war. Nur an einer Stelle gingen die Deizisauer Wünsche nicht ganz auf. An Brett 2 war Georg Meyer lange Zeit unser Fels in der Brandung, unsere Hoffnung und der sicher geglaubte Sieg. Lisi Piano hat sich gut verteidigt und das Remis gehalten. An Brett 3 spielten 2 Polen gegeneinander, Rasenkov gegen Bartel. Bartel ist der erheblich jüngere Spieler. Rasenkov hat die Erfahrung für sich, ist jetzt schon ein bisschen ins Trainerfach gewechselt und konnte heute eine nette Partie mit Schwarz gewinnen. An Brett 8 spielte Rustem Dautov gegen Hans Möhn. War hier der weiße Vorteil nicht gewaltig, aber immer vorhanden und Rustem konnte seinen Vorteil systematisch ausbauen und am Ende eine schöne strategische Partie gewinnen.